Turbo. Die Rakete soll sein. Und dann die Flanke von Alemu Haremi. Schengel bleiben im Ballbesitz. Bingen weiß ich nur kurzfristig zu helfen. Richter und Richter schießen. Und zwei von geschaffen sein. Aber was für ein mal frei vor Kai Schotte, halb links, aus rund 10, 11 Metern waren es gewesen, aus denen dann Marc Richter abgezogen hat. Unglaublich gute Kombination, da hat er dann mal seine spielerische Klasse aufzeigen können und Kai Schotte reagierte da glänzend im Tor der Binger. Das war wirklich ein Angriff, der mustergültig ausgespielt war. Und da muss ich mal gerade sagen, Jürgen Forst, hoch 10. Beide Spieler, wenn du das Alter beider Spieler zusammennimmst, die sind 18 und 17, zusammen sind sie 35 und immer noch nicht so alt wie unser Torwart. Das einfach mal zu nebenbei. Jetzt mal mit dem nächsten Ball. Günther gelebt, allerdings nicht auf Kosten eines Foulspiels. Der Gegenspieler soll da noch jetzt mit dem Freistoß in der eigenen Hälfte nach 22,5 Minuten. Ball kommt hoch rein. Stahl verliert da das Kopfball. Habe ich schon verliert das Kopfball. Nein, nein, er verliert es nicht. Er verlängert den Ball einfach zu wieder Pauken. Den Ball hat sicher auch. Ich glaube, bei einem Michael Stahl wird das gewollt sein. Ist Sammy wieder mal? Ja, natürlich bist du wieder da, ne? Ganz laut. Ja! Ja, der Sammy ist natürlich wieder da. Geht doch! Sitzt hier bei mir auf dem Schoß und nascht allerhand lecker. Wird verwöhnt, der kleine Mann. Jetzt im Ballbesitz. Das Spiel gerät hin und her. Schotte jetzt mal mit einem weiten, langen Abschlag ins Spielzentrum auf. Und wieder ist es der Torhüter, der Ballbesitz ist Kai Schotte. Wieder soll es Serda sein. Mit einer Traumflanke und dann war es Leon Walpinghorst, der da vielleicht nicht mehr die Fußspitze, sondern nur die Zehenspitze des kleinen Zehs gefehlt hat, um an den Ball ranzukommen. Ein Millimeter verpasst, so sah es auf jeden Fall aus. Dann ist hier 2:0 für unsere Spiele gestartet. Und jetzt Eckball von der rechten Seite. Bringt den Ball rein. Das kann gefährlich werden, aber der Torwart, der Winger kommt dran. Legt den Ball vor sich und schießt. Winger ist. Boah, jetzt mal jetzt auch König raus, die 16er, nimm ihn doch mal! Die 16er, nimm ihn raus. Boah, Felix Könighaus, letzter! Über die rechte Seite tanzt sich da an den 16er, Felix Könighaus. Und dann ist es 1, 2, 3, wer macht dann gleich drei Spieler nass und legt den Ball nochmal raus auf Justin Klein. Justin Klein, dann noch was von Abdullahi! An Tor vorbei! Was ein Angebot, was ein Kabinettstückchen!
den hat er noch von Houdini geklaut. Diesen Zaubertrick da in 16er Felix Könighaus gleich gegen drei Spieler der Binger. Und wie er sich da durchsetzen kann, das war aller extra Klasse. Da hättest du selbst noch in der Champions League mit der Zunge geschnallt. Vielleicht noch eben zu dir, zu der Szene, in der Abdullah verpasst hat. Die Schengel nach der Ecke weiter im Ballbesitz gewesen. Der Ball von Gietzen wurde zunächst mal abgebaut und dann mitgelangt. Felix Gürtikow auf der rechten Seite nochmal im Ballbesitz. Konnte die flache Reingabe scharf reinschlagen und nochmal wieder noch kurz vor den Anschluss bereiten. Amadou Abdullahi den Ball verloren. Und wenn ich das jetzt richtig deute, hat Nelson Rodriguez sowas von die Schnauze voll und vielleicht ein bis zwei Spieler einwechseln. Die unten gerade noch an der Bank stehen, gleich wird mit Sicherheit ein Spieler reinkommen. Wir dürfen gespannt sein, wer es ist. Ich sehe nicht, dass hier jemand nicht rumläuft. Das wird wahrscheinlich tatsächlich ein leistungsbezogener Wechsel sein. Aber ich kann es verstehen, nach 27 Minuten sehen wir hier Einbahnstraßenfußball im Stadion Oberwerth. Einbahnstraßenfußball im positiven Sinne, denn es spielt nur blau-schwarz, beziehungsweise, wenn wir die Eintrittlos uns anschauen, spielt hier gerade nur Himmelblau plus Oberwerth. Von hinten Sascha Kraft ist es, der die erste gelbe Karte im Spiel sieht nach 28 gespielten Minuten. Sascha Kraft mit der gelben Karte Spiel läuft wieder. Und der Schiedsrichter doch noch unter. Noch nicht freigegeben. Mit dem Freistoß. Auf Höhe. Jetzt läuft das Spiel an. Das ist ganz, ganz toller Fußball, den wir hier heute sind. Das ist erfrischend. Das ist vielleicht auch so ein bisschen der Fußball, den so Grünschnabel spielen würde. Aber das ist super Offensivfußball. Und ich glaube, das ist ganz, ganz schön hier anzusehen. Wow, Noah Ribéry. Noah Ribéry mit der Ballrolle wird am letzten Moment nochmal gestoppt. Abdullah kommt. Das Spiel ist unterbrochen. Wird es jetzt den Wechsel geben? Antonio Serratore, der Mann, der wie ein Großgastronom klingt aus der Eisszene, kommt rein für den Mann mit der Rücknummer 11. Für Dennis de Souza Oelsner. Unglaublich unzufrieden, der Mann mit der 11. De Souza Oelsner. Heute ein Schatten seiner selbst, eigentlich ein sehr, sehr talentierter Spieler, auch einer, den ich schon des öfteren Mal kommentieren durfte. Ich glaube, zuletzt war es irgendwie Hassia Bekir. Da hat er mir noch sehr, sehr gefallen, der Oelsner. Nelson Rodriguez hat heute eine ganz andere Meinung. Und das stimme ich natürlich ein. Heute war nicht genug aus der Sicht der Binger. Das kann es natürlich recht sein. Serratore. Geht ins zentrale Mittelfeld, bildet da so ein bisschen das Bindeglied zwischen Angriff und Defensive. Hat sich mit da gelegt und mein Auge eigentlich auch im Foulspiel. Spiel läuft weiter. Wir spielen jetzt mal mit dem Einwurf. Da war es unter anderem der Serratore gewesen, der Elgin Herzog gelegt hat. Nach einer knappen gespielten halben Stunde. Spiel läuft. Mittlerweile weiter die Schengel im Ballbesitz. Da auf der rechten Seite den Ball jetzt. Jetzt hat Bingen Platz. Tatsächlich haben die Binger Platz, aber Michael Stahl. Oh. Lässt er sich einmal ganz schnell fallen, setzt zur Grätsche an und klärt den Ball. Und jetzt fliegt er schon wieder durch den Koblenzer Luftraum. Also hier dürfen Flugzeuge nicht fliegen. Sonst kommen sie da in Sicht und Bewegungskontakt. Ja, da auf nochmal! Kai Schotte, der Torhüter mit dem langen Beinaufschlag von Elsanier. Luftungeheuer Michael Stahl. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist unser Kapitän. Es ist der Libero. Es ist Stahl. Ja, schon wieder. Jetzt zurückgekehrt.
setzt da von hinten in den Gegenspieler ein. Und dieser lässt sich dann auch klug fallen, wenn man mit der 9. Ich bin Stoßstürmer in 11 Minuten 2 Tore erfolgreich gewesen. Amtlicher Schritt, nichts Überragendes, nichts Schlechtes. Jetzt müssen wir mal aufpassen. Dieser Freistoß war noch nicht schlecht. Da kann sich einer erlauben. Sascha Kraft, der die Cam ist mit uns nicht verbunden, weil wir ein Heimspiel haben und da soll es primär die Marschrichtung sein, dass wir bei Heimspielen die Fans lieber im Stadion sehen als vor der Kamera, am Fanradio hinter der Kamera. Und das ist eine Anweisung des Vereins, dass wir bei Heimspielen die Spiele im Re-Upload hochladen dürfen. Das heißt, ihr könnt euch die Spiele in voller Länge nochmal anschauen. Allerdings live ist bei Heimspielen. Körpersprache ist auch richtig gut, unser Schenkel. Welche Maßrichtung wollen wir treten? Da vorne, Bullig, Brust raus. Heimsieg holen. Der kann nochmal zurücklegen, geht aber zum Dribbling, verliert den Ball vor. Jetzt hilft das den Kleinen. Die zwei schaffen zusammen Abdulai. Gegen Abdulai. Der will es nicht fassen, der Abdulai hebt die Arme und weiß nicht wirklich, wie ihm geschieht. Da werden die Koblenzer um eine wirklich gute Chance gebracht. Ja, betrogen will ich noch nicht sagen. Betrogen ist ein fieses Wort. Koblenzer verpassen eine große Möglichkeit, weil Abdulai sich mit unklaren Mitteln Vorteile verschafft haben soll. Ich habe es nicht so gesehen, allerdings. Habe ich auch nicht entschieden, was Foulspiel ist und was nicht. Die Schiedsrichter hat der Foulspiel entschieden. Darum geht es hier. Das ist der 27. Da hat er noch ein Stück Papier noch in der Nase stecken. Serdar Gyönyes wird den Ball jetzt weit einwerfen auf Höhe des Koblenzer 16ers. Der Ball fliegt bis in den 16er rein. Wir müssen aufpassen! Am Tor vorbei. Das sah auf den ersten Blick doch gefährlicher aus, als es dann war. Mal kullerte Dieter am Tor von Dieter Pauken vorbei, der das natürlich direkt auf den ersten Blick gesehen hat. Das ist der Ball nicht ins Tor gehen würde. Das ist ein bisschen schade, das ist wahrscheinlich einfach mal Muster. Ja, ich denke mal so. Was hast du für ein Mann? Ich war eben kurz beim Block vorm Spiel. Das ist nicht aber sonst ist es doch relativ leer hier. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist einfach der Ferien, dem Samstag geschuldet. Natürlich, klar. Ja, wir warten einfach mal ab, was die. Genau. Freistoß für unsere Schengel von der halbrechten Seite von Zwiebeln. Das wird die Ball wahrscheinlich nicht mehr spielen. Das sind kleine Schwanger dabei. Das sind kleine Überläufe. Königshaus mit dem Freistoß aus rund 40 Meter Torentfernung. Flanke kommt rein. Abdullah versucht zu verlängern. Allerdings, ja, das hat nicht nur Arne Chaka so gesehen. Ich auch.
Da müsste, glaube ich, ein Binger zuletzt kommen. Oder siehst du das anders? Nicht? Okay. Ich hab gesehen schon, dass Abdullah jetzt dran war. Okay. Aber es kann auch sein, dass ich nicht, oder? Weiß ich nicht. Ich will mich nicht nirgends drauf festnageln. Es gibt den Abstoß für Bingen. Und Daniel, eben noch zur Personalie, die eben zu 30 Sekunden ausgewechselt wurde. Das ist eigentlich einer der stärksten Spieler im Kader der Bingen. In 27 Spielen hat der Deutsch-Brasilianer 8 Tore und 3 Vorlagen geschossen. Also eigentlich einer, der immer mal wieder für Tore versorgen kann. Anscheinend hat Nelson Rodriguez dermaßen die Schnauze voll heute gehabt, dass Susa Oelster einfach vorsichtig zum Duschen geschickt wurde und jetzt gerade in der Kabine sitzt. Ja. Genau, Statement gesetzt, neuer Spieler rein. Ich denke mal, Antonio Cerratores macht ja auch Stürmer, also ordnet sich auf jeden Fall da ein. Ja. Und Statement gesetzt, somit will er die Jungs einfach zeigen, Leute, hier ist keiner sicher und so wollen wir hier spielen. Der Mann mit der 23, der vorne in vorderster Front bei Bingen agiert. Zu dem kommen wir gleich, denn die Schengel über die rechte Seite. Marc Richter mit dem Flankenball. Und dann ist es nochmal Felix Könighaus, flache Hereingabe, die Schengel bleiben im Ball. Besitzt Leon Waldkinghaus aus der zweiten Reihe, schlägt da nochmal den Haken. Leon Waldkinghaus wird der Kollege, Spiel läuft weiter. Der Ball ist weiter in den Reihen der Schengel. Marc Richter hat da gut aufgepasst, die verbindet ihn. Jetzt an der Seitenlinie entlang. Was macht der? Kann Justin Klein mitnehmen, schlägt den Haken und wieder. Gibt es da nicht das Foulspiel? Da ist ein Gegenspieler fällt. Jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zum Personal, der sich wegen dem Freistoß auswählen muss. Der Mann mit der 23, mit der Stürmer an vorderster Front, hört auf den Namen Lassen Dauter. Hat schon höherklassig gespielt. Der Top-Torschütze bei den Bingern in 22 Spielen mit 10 Toren, 4 Vorlagen. Im Hinspiel war er noch verletzt. Dautai unter anderem bei Waldhof Mannheim aktiv gewesen, bei Alzey aktiv oder auch bei der zweiten Mannschaft von Kaiserslautern. Hat schon viele Spiele der Regionalliga gespielt. Dautai vielleicht der Star bei Hassia Bingen. Der Mann, der mittlerweile schon 29 Jahre alt ist, 1,83 groß. Von ihm haben wir heute noch nicht so viel gesehen. Allerdings ist es ähnlich wie ein Amigo Abdullah, der auch schon 11 Saisontore hat, von einem kurzen Moment und nicht von einem ganzen Spiel. Ja, das stimmt schon. Einwurf kommt rein, gefährlich. Versuchen sie den Dautai. Und dann aus der zweiten Reihe, der Mann mit der Rücke Nummer 6. Das war Jörg Cibemici, der Kapitän. Ohne Ende. Der Stamm in der Verteidigung. Softic. Allerdings mit V. Ähnlich wie unser Admir Softic. Und es ist bei dem der Ene Softic. Auch ein Verteidiger. Auch ein absoluter Torschütze. Top-Torschütze. Mit 7 Saisontoren. Das heißt, der Verteidiger auf dem Hintergrund. Nicht im 16er, das ist Leon Waldkinghaus mit dem Kopfball da am langen Posten.
hilft dir nicht mit vollem Karacho, die hilft dir nicht satt und saftig. Das ist der Abschluss für Kai Schott. Jetzt auch, was kann er jetzt bewirken? Taktisches Faustspiel an, das musste man den 17-jährigen Marc Richter nicht zu stoppen. Das hat sich hier gerade meine Fingerspitzen so ein bisschen hier Luft trage, so ein bisschen nach den Anfängen eines Königshaus an. Marc Richter mit erfrischenden Dribblings. Ja. Und das ist wirklich Jugendforscht vom Feinsten. Die jungen Spieler machen hier für mich den besten Eindruck. Selbst die Erfahrung. Justin Klein, die sind ja gerade mal erst 23 Jahre alt. Also das, was hier auf dem Platz heute ist, könnte man gut und gerne als U23 durchgehen. Wer den gelben Karton gesehen hat, kann ich gar nicht erblicken können. Da war ich tatsächlich unaufmerksam. Das war der Mann mit der Rückennummer 27, Serdal Güneş. Also Fabi, unser Social Media Fabi. Hier möchte ich natürlich glauben. Überragendes von ihm gesehen, aber ich muss sagen, unaufgeregter Auftritt macht bislang noch einen guten Job. Ich habe da mehr gezittert. Jetzt müssen wir allerdings wirklich zittern. Bingen im Angriff. Dann allerdings auf Abseits entschieden. Durchatmen, Schengel. Da sehe ich natürlich wieder viel, viel mehr in einer Situation, als zu sehen war. Lassen Dautei, der so hoch angepriesene Stürmer der Binger, stand in der verbotenen Zone. Abseits Dieter Pauk ausführen. 43 Minuten gespielt, 2 Minuten sind es noch, die wir regulär hier zu gehen haben. Ball kommt auf Moharemi. Spiel erläuft Hatzic. Es ist an, der auf Michael Stahl. Bingen rückt mittlerweile deutlich aggressiver aus ihrer Komfortzone raus. Schengel spielen den Ball weiterhin in den eigenen Reihen. Suche nach der Lücke. Lange Ball von Stahl findet um die Füße eines roten Spielers. Jetzt ist es der Konter der Binger. Überlassen ihm Dautei. Jetzt bloß kein Elber provozieren. Dautei. Und dann ist er zusammen mit Michael Stahl den Ball erobert. Und zum Befreiungsschlag ansetzt. Allerdings ist da hoffentlich nichts weiter Schlimmes passiert. Es gibt den nächsten Einwurf. Spieler mit dem Tuch im Näschen. Einwurf hat es ja dann ganz verzweifelt, wenn ich das hier sehe. Eben schon. Hier hat die gelbe Karte gesehen. Oh, der Ball kommt in André Marx in Glockner Manier ganz weit vor. Allen voran Leon Waldminus. Die Defensive unter Bedrängnis gesetzt. Jetzt unter allem im Angriff. Fujikato.
Jetzt auf Moarini. Alle Moarini. Standard zum Pass ansetzen. Amodou Abdoulaye zieht er nach links, wird gelegt, muss das Foulspiel eigentlich geben. Schengel bleibt im Ballbesitz. Könighaus jetzt nochmal über die linke Seite. Flanke kommt leider auf Moarini. Tor für unsere Gruppe, für unsere TuS Koblenz mit der Nummer 20, Alan Moarini zum 2:0. Eigentlich die 45:2. Und dann war es Alan Moarini, der die Flanke von Felix Könighaus musste gehen. Das war schon mal abgeleitet. Wir haben 75 nichts geschafft. Alan Moarini seit 1,70 Meter steigt er zum Kopfball hoch und lagert den Ball im oberen Toreck im Winkel fest. Eins auf dem Feld. Das Ding mit dem Kopf richtig stark. Das zeugt auch für die Flankenqualität eines Felix Könighaus. Der Mann jetzt mit seiner 9. registrierten Torvorlage in der laufenden Spielzeit. Felix Könighaus, einer der erfolgreichsten Spieler. Abdel, jetzt schon mal draußen. Noch Felix Könighaus. Das Spiel läuft weiter. 2,5 Minuten sind wir schon in der Nachspielzeit. Felix Könighaus legt den Ball weiter und dann verzettelt er sich. Jetzt ist es nochmal Justin Klein, der im 16er da am Ballbesitz ist, legt nochmal zurück auf Hatzic, Hatzic auf Marc Richter, Marc Richter tankt sich nochmal ins Zentrum, legt den Ball nochmal raus auf links, da ist es jetzt mal Alan Moarini, der den Ball flanken kann, Flanke kommt rein, Moarini auf Weidminghaus, Leon Weidminghaus versucht sich da durchzusetzen und dann ist es der Torhüter, Kai Schotte, der den Ball da ins Zeichen auskleben kann und jetzt gibt es den Pfiff, den Halbzeitpfiff. Und es gibt die Partie in der Oberliga Rheinland-Pfalz. TuS Koblenz gegen Hasterwin 2:0 für unsere TuS Koblenz. Das Ibis Hotel Koblenz City wünscht eine entspannte Zeitpause. Die Zwischenstände, wir werfen ganz kurz einen Blick auf die anderen Spiele in der Oberliga Rheinland-Pfalz. Zeitgleich startet mit unserer TuS Koblenz, ist die TSG Pferdesheim. Aktuell 0:0 gegen Ebbelshausen. Die Schengel haben hier die Weichen. In der 45. Minute vorfinden. 2:0 steht es für unsere Schengel. Schiedsrichter Tim Nielen ganz, ganz gemächlich wieder auf den Platz zurück. TuS führt mit 2:0 durch Treffer von Justin Klein und Adel Moarini. Völlig, völlig verdient. Und wir warten gemeinsam auf den zweiten Pfiff. TuS Koblenz. Mir vor Hasjabek. Sammy nimmt es mir vorweg. So, die zweite Halbzeit ist angegriffen. Es ist alles angerichtet. Der Tee ist auch im Hals. Ihn wie die Gegner. Felix Könighaus, ein allererstes Mal. Den Ballbesitz, wirft den Ball da auf Weidminghaus an. Leon Weidminghaus, tragt jetzt seinen Körper rein. Bündel frei geschlagen. Der Torhüter schießt ein Tor. Alan Moarini setzt sich durch. Alan Moarini muss ihn nur noch machen. Nicht mehr auf Abdullah. Abdullah macht er. Ja! Schütze unserer TuS Koblenz mit der Rückennummer 11, Amodou Abdoulaye. 46. Spielminute, 3:0 für unsere Schengen. Blitzstart hier in den zweiten Halbzeit. Ja, wer war es denn? Es war eine gute Produktion der Jugend.
Friedliche. Alle waren sie unter 20, bis dann Papa Dulay einschieben durfte. Nochmal aufgebröselt. Einbruch Felix Könighaus, Weidenhaus konnte sich dann durchsetzen. Der Ball gelangt zu Max Richter mit einem weiten Befreiungsschlag in die Spitze. Eine große Gefahr. Den Ball. Volley klären, das schafft er nicht, schlägt ein Luftloch, Alimor Adeyemi setzt. So, da war die Mama nochmal beim Sam kurz drin, das ist natürlich wichtiger als wir zwei Dummschwätzer. Ja, langer Ball von Martin Richter, Kai Schotte im Laufduell mit Alimor Adeyemi. Kai Schotte eigentlich als erster am Ball, schlägt allerdings das Luftloch. Alimor Adeyemi kann sich da noch durchsetzen. Müsste eigentlich ins vom Schotte verwaiste Tor nur noch einschieben. Traut sich das vermutlich noch nicht ganz zu, diesen Doppelpack zu schüren. Ja. Und legt dann nochmal quer auf Amunu Abdullah. Dann denkst du dir schon im ersten Moment, oh, das darfst du dir jetzt aber nicht verspielen. Aber Amunu Abdullah ist in dieser Situation cool geworden. Es schiebt vollkommen zurecht. Danke zum 2:0 ein. Spielminute, jetzt mal was. Alimor Adeyemi mit dem zweiten Score des heutigen Tages. Das ist Dieter Pauk, der jetzt nicht irgendwie erwischt hat. Safet Husic macht sich auch bereit, ist voll aus. Safet Husic muss eingewechselt werden. Dieter Pauken kann nichts weiter machen. Hat sich verletzt. Und Power Pauken kann nicht weiter. Die TuS Koblenz wechselt. Wir bedanken uns bei unserem Torwart Dieter Pauken mit der Rücken Nummer 1. Willkommen zu Safet Husic mit der Rücken Nummer 22. 22-9 der Partie. Safet Husic in seinem allerersten Oberliga-Einsatz kommt kalt in die Partie, wurde nicht wahrgeschossen. Die Auswechslung unserer TuS Koblenz, präsentiert vom Hörstudio S. Partner der TuS und Ihr Partner, wenn es um besseres Hören geht. Zweimal in Koblenz und einmal in Neuwied. www.hörstudio-s.de. Muharemi versucht sich dort durchzusetzen, bleibt er. Alen Muharemi, Schengel setzen allerdings gut. Wir rumpeln einmal zwei Schultern aneinander. Gut durch.
Findet den Weg nun in die Kabine. Samuel und Raphael. Leon geht's mit dem Seitenwechsel auf Stali. Gutschein bin ich weg, aber keine Bedrängnis. Gleich will er noch einmal wechseln. Soll mal abwarten, wer das ist. Es ist Andreas Kohler, der mit der 28 Meter rechts vom Tor. Nach 54 Minuten 13:0. Deswegen wird jetzt auch gleich noch ein drittes Mal wechseln. Joshua Eaton wird heute der Einsatz nicht vergönnt sein. Dafür seinem Kollegen Katsuhira Shibuya kommt gleich in die Partie. Wir geben Andreas Rudolph. Von der rechten Seite schiebt seine Seite 6 mit den Arm, bringt den Ball jetzt rein. Kommt stark auf der Hand. Nicht an den Ball gehoben. Und bekommt ein erstes Mal auch gelungenen Szenenapplaus. Samuel Husic hat ja 2 Jahre als zweiter bzw. dritter Torwart für den FV Engers gespielt. Davor ausgebildet beim VfL Oberliga. Das ist also die tiefste Klasse, die du in der Jugend spielen kannst. Allerdings muss man da auch jetzt nochmal sagen, dass die nächste Verletzungsunterbrechung ins Spiel kommen wird. Das müsste, ist das Vlasnim Dauter? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Doch, das ist der Mann mit der 23. Vlasnim Dauter, was ist hier heute los mit der nächsten Unterbrechung? Muss ausgewechselt werden. Für ihn jetzt neu in der Partie. Andreas Rudolph, guck mal. Einmal lächeln. Raus, geht's mit Dauter in der Reihe, kommt Andreas Rudolph, der Mann mit der Rücke Nummer 26. Mal schauen, wo er sich einfinden wird. Andreas Rudolph, ein eher defensiverer Spieler. Engen muss man sicher auch anders wechseln, als er eigentlich möchte. Beenden kann. Mann mit der Rücke Nummer 7. Schrimm. Das ist
versuchte seinen Gegenspieler zu tunneln. Allerdings ohne Erfolg. Der Winger, Defensivakteur, hat da aufgepasst. Und die Schengel müssen sich aufs Neue probieren. Einen neuen Anlauf wagen. Felix Könighaus verliert da den Ball. Das Spiel von Şimşek war auch nicht ganz optimal. Jetzt kommt Bingen mal. Serda. Rausgelegt. Auf die 14. Auf Shibuya. Der erste Ball rein, allerdings. Stali habe ich aber gar nicht mit nur einbezogen. Abdullah und Stahlbein 30, 31 Jahre, Hatzic 26, aber Justin Kleine 23 und sind schon mit 21. Ja, die Dinger sehr, sehr unsicher in der Defensive. Weiterhin steht es hier allerdings noch 13-0, keine größere Gefahr. Nein, Schotte. Ja, 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 ja
Aber den Ball hätte sie doch fast selbst verzettelt. Und am Ständer versucht, das Bingen trotz
schlecht den Ball rum, um so einzuschießen. Rosic mit dieser passenden Ballstellung. Allerdings hat das von hier rausgelöst. Eine Glanzer schnellte dann nochmal mit der rechten Klebe raus, glaube ich, oder mit der linken Handfläche an den Ball und verhinderte hier so den Einschlag, den er fast selbst hier zu verzeichnen hatte. Anscheinend sehr da. Wir warten da ein wenig aneinander.
Raphael, willst du vielleicht ein paar Zuschauer grüßen? Hallo, liebe Zuschauer. Ein Buch hier zu die Schenkel. Araber. Auf Justin Klein. Klein, ja, schau. Gib den nächsten Einwurf für die Schenkel. Wieder ist es Klein, der den Ball einwerfen kann. Und dann wird Nazel. Wer die Nazel.
von der Sparkasse Koblenz. Wir bedanken uns bei 1101 Zuschauern hier im Stadion Oberwelt. Vielleicht ja jetzt Justin Klein mit der Flanke. Thank you.
setzen. Einwurf für die TuS. Weil sie halt die ganzen Briefe nicht bekommen haben, da sie ja nicht im Stadion sind.
Die Fans haben gegen eine außerordentliche Mitgliederversammlung gestimmt oder wollen für eine außerordentliche Mitgliederversammlung gegen eben dich, Remo, und alle weiteren Personalien, die das Ganze halt mitzieht, vorgehen in der außerordentlichen Mitgliederversammlung. Und deswegen kam gerade der Anruf über das Fanradio, um einfach mal kurz Stellung zu beziehen. Remo, an dieser Stelle würde ich eigentlich sagen, dass man das an anderer Stelle einfach mal über einen normalen Weg aufnimmt. Und dass man. Im Spiel TuS Koblenz gegen Hassia Bingen
4:0. Zeitgleich geendet hat die Partie Pfeddersheim gegen Emmelshausen. Hier steht es 1:0. Wir bedanken uns bei allen Zuschauern und wünschen einen angenehmen Heimweg. Allerdings eine sehr, sehr flammende Debatte. Ich möchte mich bei meinem kleinen Co-Kommentator hier heute nochmal bedanken. Vielen Dank, Raphael, an dieser Stelle. Ja, also ich schaue jetzt ab. Ich sage nur, das Spiel ist jetzt zu Ende. Und zwar eine ganz tolle Minute. Ein ganz tolles Spiel für die Co-Kommentatoren. Was? Tschüss. Das war's allerdings. Tolles Spiel für unsere Schenke, tolles Spiel für unsere Tuss aus Koblenz. Nun ist es ausgegangen für unsere Schengel. 4:0 ist es ausgegangen für unsere Schengel. Die TuS gewinnt gegen Hassia Bingen. Wir werfen noch mal einen kurzen Blick auf die anderen Ergebnisse und verabschieden uns dann. Pfeddersheim gewinnt mit 1:0 gegen Emmelshausen. Und heute gibt es noch die weiteren Spiele. Schopp Mainz gegen Kaiserslautern 2, Mechtersheim gegen Dillingen, Jägersburg, Völklingen, Karbach, Wiesbach, Dieflen, Engers und morgen dann noch Ludwigshafen gegen Rot-Weiß-Koblenz. Ich möchte mich jetzt gerade bedanken. Daniel ist schon zwischendurch abgehauen. Und ich möchte mich jetzt einfach für die etwas ordentlichen Stream gegen Ende nochmal entschuldigen, möchte mich bedanken. Vielleicht mussten einige Dinge nochmal gesagt werden. Und, vielen Dank an dieser Stelle. Mein Name ist Raphael Behratz. Daniel Schütz ist schon abgehauen. Die Schengel heute mit einem überzeugenden Sieg. Lasst uns gerne nochmal ein Like da, falls euch das Video trotz aller schwierigen Gegebenheiten gefallen hat. Folgt uns gerne auf Instagram oder auf Facebook. Auf kontakt@tus-fanradio.de könnt ihr uns über PayPal kleine Trinkgeldbeiträge überweisen, mit denen wir weiterhin das Fanradio professionalisieren. Und an dieser Stelle möchte ich mich dann auch verabschieden. Vielen Dank.